Und willkommen zurück im planungsbehafteten Minecraft. Seine Antworten in der Hinzufügung von Steinen findet. Ich meine, ist in Minecraft natürlich so ein altbewährtes Problem, Steine hinzufügen. Aber an sich ist es auch alles etwas lösbar. So. Dann ist hier die Mitte, dann kommt hier einer hin, dann kommt da einer hin, dann kommt da noch einer hin und dann kommt auf jeden Fall da noch einer hin und dann, hoppala, wird das hier drei nach vorne gebaut. Genau so. So ist das schön. Ja, ist hier oben halt so ein Kreuzplatz mit einem roten Brunnen in der Mitte. Finde ich aber bis jetzt doch ganz hübsch, deswegen bleibt es auch stehen und wird nicht weggemacht. Ich meine, Backstein ist natürlich nicht so das haltbarste Material. Wenn man schon mal so einen richtig alten Backstein in Hand genommen hat, den kann man einfach so zerbröseln. Obwohl es natürlich auch ziemlich alte Gebäude aus Backstein gibt. Ach, ich glaube, das ist alles eine Frage der Herstellung. Behaupte ich jetzt einfach mal so, obwohl ich natürlich keine Ahnung vom Backstein habe. Aber wer hat das schon? So, die Sonne mal auf die andere Seite gepackt. Und jetzt unterfüttere ich den ganzen Kram mal hier ein bisschen mit Erde. Bevor mir das ja alles runterbricht. So, wenn da wieder irgendwelche fetten Touris drauf rumlaufen auf meinen schönen Platz, dann muss er ja auch stabil sein. So, pop, pop, pop. So, schöne Erde hingesetzt. Jetzt lasse ich den Platz natürlich so ein bisschen natürlich auslaufen in den Berg. In der Hoffnung, dass mir das gelingt. Das ist der älteste Kurz wieder. Das hat sich gerade ein bisschen nach Spellforce angehört. Ah ja. So. So. Ich müsste mir wirklich mal irgendwas Interessantes zum Erzählen hier zurechtlegen, weil mein Gesprächsstoff ist doch manchmal ziemlich schnell erschöpft. Was ist denn das gerade für Musik? Vielleicht können wir darüber labern. Bisschen über Skyrim labern. Ancient Stones. Ach ja, das ist immer schön. Wobei, ich muss ja zugeben, also ich bin ja so einer, ich habe ja aufgehört, Skyrim zu spielen, bevor ich wirklich alles erkundet habe. Also man möge mich dafür jetzt hauen und das hätte ich vielleicht auch an der Stelle verdient. Aber eigentlich, als ich dann Alduin besiegt hatte, irgendwie, vor allem das ging ganz plötzlich, da wollte ich eigentlich noch gar nicht hin, ich wollte ja noch ein bisschen rumgucken. Aber als ich dann Alduin besiegt hatte, dann dachte ich mir, naja, gut, und jetzt? Da war irgendwie der Saft raus, so ein bisschen. Aber also, falls ihr Skyrim noch nicht gespielt habt, aber dennoch ein Faible für Rollenspiele habt, dann tut es auf jeden Fall. Obwohl, es jetzt auch schon von, wann ist denn das eigentlich? Ist das schon vom vorletzten Jahr? Ich meine jetzt 2014 und dann, naja, das ist doch schon mindestens so alt, meine Güte. Das kommt mir selber so ein bisschen alt vor. Nee, aber könnt ihr euch ruhig mal antun. Und eigentlich habe ich bis jetzt von Bethesda, also von den Entwicklern, sind es nicht auch die Publisher? Ich weiß auch gar nicht. Habe ich bis jetzt noch kein Spiel in der Hand gehabt, was mir nicht gefallen hätte. Ich meine, Fallout ist ja genauso geil. Und ich hoffe echt auf den nächsten Teil von Fallout. Yay. Ich meine, ich bin ja jetzt so ein bisschen, also wenn man mal privat zocken verkraften kann hier, bei meinem Zeitplan, bin ich ja gerade so ein bisschen dabei, halt von Fallout immer noch die Addons durchzuzocken. Ich meine, das war ich zwar schon letztes Jahr, aber man hat ja halt etwas wenig Zeit. Ja, und die sind eigentlich auch ganz nett. Man muss natürlich in der richtigen Reihenfolge spielen, um alles gut mitzubekommen, habe ich dann im Endeffekt mitbekommen. Aber naja. Achso, hier wollte ich ja, wartet mal. Hier sollte ja eigentlich halt der hier. So hier und dann nicht die hier, sondern eher mal die da. Sollten dahin, genau. So und dann so. So, da kann man hier oben auf den Platz rauf und das ist ganz gut. So, der Berg hier wächst hoffentlich dann zu in entsprechender Art und Weise. So, das macht er dann hoffentlich. Ich werde ihn hier nochmal ein bisschen abrunden, damit das nicht so eckig wirkt hier in Minecraft. Aha. So, hier noch einen hin und dann ist es eigentlich schon ganz gut. Ja, da haben wir oben erstmal einen Platz geschaffen. Dann müssten wir natürlich den ganzen noch umzäunen. Weil wäre ein bisschen doof, wenn man hier durch den Park läuft und einfach immer in den Abgrund stürzt. Das muss man nicht unbedingt haben, das wäre etwas ungünstig. Tja, wie mache ich das jetzt eigentlich? Hier ist die Mauer zu Ende. Der Zaun müsste schon über der Mauer lang gehen. Ich habe keine Ahnung. Ich fange einfach mal an.
Wisst ihr was? Ich fange einfach mal an mit irgendwas und dann werden wir hoffentlich irgendwann fertig werden. Wo ist denn der Zaun? Hier bei Dekoration. So, Wassereimer brauche ich jetzt erstmal nicht. Was ist das hier eigentlich? Das ist ja, was ist denn das? So, hier mache ich mal ein bisschen Erde hin. So hier vielleicht. So, und dann kann ich den Zaun eigentlich mal hier beginnen lassen. Obwohl ich hier gerne einen Torbogen hier rein hätte. Das wäre auch ganz cool. Aber ich muss mal sehen. So, so, so. Hoppala. So, jetzt grenze ich das einfach mal hier ab. Ich meine, Abgrenzung ist zwar keine allzu schöne Sache, aber muss manchmal gemacht werden. So. Hierhin, dann dahin. Das wirkt jetzt natürlich etwas uncool. Wartet mal. Na, das wird auch uncool wirken. Ja, lasst es halt so. So, dann zimmer ich mich mal hier oben lang. Dann geht das hier eins runter. Dann, wartet mal. So, so. So, dergestalt. Also ich verbinde das jetzt hier nicht die Ecken, weil man möchte ja auch die Möglichkeit haben, über den Zaun zu springen. Und wenn man nicht über den Zaun springen kann, kann man doch wenigstens über das Kuckucksnest fliegen. Was uns eigentlich zum Thema Filme bringt. Wobei, einer Flug über das Kuckucksnest habe ich auch nur einmal gesehen, glaube ich. Denke ich mir, ja. Obwohl der eigentlich ganz interessant ist, der Film. Also, na gut, man sieht manchmal Filme so früher in der Schule. Also ich spreche jetzt von der Schule mal in der Vergangenheit. Da denkt man sich, langweiliger Kram, will ich nicht sehen, ich will irgendwas anderes sehen. Aber natürlich ist das so, wenn man da ein bisschen, naja, gereifteren Alters ist, sage ich jetzt mal, kann man sich schon in solche Filme mehr reindenken, denke ich mir. Ich meine nicht, dass ich jetzt unbedingt Erfahrung mit Irrenanstalten hätte, das möchte ich doch jetzt mal gerne ausschließen. Aber man beginnt doch etwas, naja, intensiver über das, was man gesehen hat, nachzudenken. Und versucht sich da auch etwas schlauere Gedanken dazu zu machen, als man es vielleicht vor ein paar Jahren getan hätte. So. So kommt hier der Zaun hin, der zwar eigentlich total unsicher ist, weil man kann hier immer noch in den Tod stürzen. Aber manche Leute möchten das halt einfach. Das wird immer schade, aber man kann es ihm ja nicht verbieten. Ich meine, ist, wenn man Selbstmord ist, ja eigentlich strafbar, ne? Oder ist, Ist nicht verwirrt. Ich denke lieber nicht drüber nach, ist sowieso kein schönes Thema. Ich lasse das mal hier außen vor. Ganz bewusst, um hier mal etwas schönere Gedanken anzuschneiden. Na gut, jetzt könnte ich weiter mit Filmen erzählen. Dass ich mir da letztes doch mal Chin-Ro angesehen habe. Ein Film, in dem es um Wölfe geht und der mir vom Wolf empfohlen wurde. So ein bisschen, glaube ich, war doch Wolf, oder? Ich glaube, es war Wolf, genau. Ja. Der liebe Herr Wolf hat ihn so ein bisschen empfohlen. Und da dachte ich mir, kannst du ihn ja mal angucken. Wenn er dir schon so von kompetentem Personal empfohlen wird, ist es ja nicht so schlecht, den sich mal anzutun. Er war zwar relativ kurz, sag ich jetzt mal, aber er war doch ziemlich veranschaulichend. Ich meine, natürlich hat man da wieder so eine Metaebene und so weiter und so fort. Man kennt das ja aus dem modernen Film, dass sie etwas, sich dem Betrachter nicht unbedingt immer offenbaren. Aber es war doch relativ spannend, muss ich mal sagen. Von wegen Rotkäppchen, der böse Wolf und so. Fand ich natürlich auch ganz interessant, dass sich quasi die japanischen Macher und Zeichner und Entwickler dieses Films sich dieses, sag ich mal, deutsche Märchen, ich denke mal, es ist ein deutsches Märchen, oder? Als Vorbild genommen haben. Fand ich eine ganz interessante Tatsache. Also wenn ihr mal nichts zu tun habt und euch ein bisschen, ja, was ist es eigentlich, ein Polit-Thriller? Ja, ein Anime-Polit-Thriller angucken wollt, sag ich jetzt mal. Dann seid ihr mit Shinro eigentlich ganz gut beraten. Also wenn ich mir wirklich seriösen Film angucken möchte, dann bin ich eigentlich meistens wirklich auf der Seite derer, die sich dann zu irgendwas kriminalistisch oder naja, so ein bisschen halt tiefgründiger hingezogen fühlen. Muss nicht unbedingt was mit Verbrechen zu tun haben, aber es kann halt doch schon ein bisschen Gravitas haben, sag ich jetzt mal. Also ein bisschen Schwere im Film allgemein. Obwohl ich natürlich Leichenfilmen auch nicht abgeneigt bin.
Ich meine, das habe ich ihn als letztes gesehen. Na gut, ich muss mir jetzt auch geständigerweise sagen, also wirklich geflasht hat mich jetzt hier Dingens nicht hier. Tribute von Panem. Ich war ja in dem zweiten Teil drinne. Der hieß, wie hieß denn der? Irgendwas mit dem Vogel. Ja, jetzt oute ich mich wieder als totaler Nichtwisser, aber was soll's. Ja, aber so wirklich Knülle fand ich die jetzt nicht. Ich meine, die Grundidee war zwar eigentlich ganz interessant, halt mit diesen Arena-Kämpfen zum politischen Wohl des gesamten Landes. Aber naja, so... Sag mal so, ich muss mal leider zugeben, dass die Hauptdarstellerin nicht so charakterstark ist, also was ihr Auftreten anbelangt. Ja, ich... Und naja, sag mal so, ich fand den Film insgesamt dann etwas übertrieben. Also... Ich meine, es spielt natürlich in einer parallelen Existenzebene und vielleicht auch in der Zukunft gleichermaßen. Aber dennoch, sag ich mal, naja, fand ich es ein bisschen übertrieben, als dann durch den Urwald Berge von Blut strömten und whatever. Und ein giftiger Nebel, der alle irgendwie, keine Ahnung, was der macht. Das war auch so ein bisschen komisch mit dem giftigen Nebel. Da gab es so eine Stelle im Film, da kam dann halt in den Urwald so ein giftiger Nebel reingewabert und drohte halt alle etwas kalt zu machen. Aber im Endeffekt hatte er sowas wie Brandblasen verursacht, die man sich mit Wasser abwaschen konnte. Und darunter war wieder ganz normal die Haut ungerötet und ohne Verletzungen vorhanden. Also das war auch ein bisschen komisch. Ich meine, die Endszene, also ich spreche jetzt immer noch über den zweiten Teil, die war zwar relativ gut gemacht, also mit diesem Elektrokram und wir schießen quasi dem Feind, also der Regierung, ihre eigenen Mittel in den Hintern. War zwar eigentlich ganz lustig, die Idee, aber dennoch super unrealistisch, weil in nassem Urwald und mit Stromleiter und Kabel und bla ist es etwas kritisch zu betrachten, denke ich mir mal. Boah, ich glaube, ich brauche mir den Zaun noch ewig. Na gut, irgendwann müssen wir das ja mal machen. Ja, und vor allem schlängelt sich hier so ein bisschen am Rand lang. Das ist etwas kritisch. Kritisch. So, ist das hier mal weg. Das hier weg, das hier weg, das hier weg. So. Ja, na gut, ich meine, ich will natürlich keinen vorschreiben, was sie anzugucken hat und was nicht, aber man kann ja mal ein paar Hinweise geben. Es kommt ja ganz auf den Einzelnen drauf an, wie er sich das zu Herzen nimmt und ob er sich das überhaupt zu Herzen nimmt und ob er überhaupt zuguckt. Ja, das ist nämlich auch so eine Frage. Könnte er auch machen, also zugucken, in der nächsten Folge, wenn ich hier weiter diesen super spannenden Zaun baue, der bestimmt alle vom Hocker reißt. Ich glaube ja. Ja, aber bis dahin würde ich erstmal sagen, wäre es das gewesen mit dieser Folge. Ich werde hier, wie gesagt, noch ein bisschen Zaun basteln. In der Hoffnung, mal hier irgendwann fertig zu werden. Obwohl die, glaube ich, etwas unbegründet ist, die Hoffnung. Aber man kann es ja mal probieren. So. Ja, das heißt, würde ich sagen, sehen wir uns dann, wenn ihr mögt, in der nächsten Folge wieder. Bis dahin erstmal, ja, guck ich jetzt hin. Da, tschüss. Und willkommen zurück bei Minecraft. Der erstmal letzten Folge für diese Aufnahme. Denn, das hier dürfte jetzt Folge Nummer 89 von Let's Build sein. Und Folge Nummer 90 von Let's Build habe ich schon aufgenommen. Und das schon vor einer ganzen Weile, sage ich jetzt mal. Denn die ist etwas Besonderes. Ja. Na gut. Je nachdem, wie man halt Besonderes ansiedelt. Aber hat doch etwas mehr Arbeit gemacht als, ja, manch andere Minecraft-Folge, sage ich jetzt mal. Also wenn ihr mögt, könnt ihr euch die gerne mal angucken. Die teaser ich jetzt hier mal so ein bisschen an. Obwohl, ich muss mal sagen, dass die vielleicht etwas Kopfschmerzen bereiten könnte. Also so ganz wohl war mir beim Angucken der Folge auch nicht. Aber ist ganz interessant mal zu sehen, sag ich jetzt mal. Ist jetzt wie gesagt nichts umwerfend Neues, aber ist halt ganz witzig mal. Vor allem hat sie hier etwas geschaffen, was wir vielleicht auch geschafft hätten. So ist das ja nicht, aber es hätte uns dann vielleicht da doch etwas zu viel Zeit gekostet. So, jetzt muss ich mal gucken, wie ich mich hier lang frickle. In diesem bekloppten Hang. Dann mache ich das mal so hier, mache ich das mal so hier. Die Schafe, ja, muss ich leider aussperren, weil einsperren kann ich die nicht mehr. Ich wüsste nämlich nicht, wo. So, Erde, Erde, Erde. Das mal weg. Und dann muss ich hier mal ganz aggressiv nach oben gehen, habe ich das Gefühl.
Sonst wird das nämlich nichts hier. Jetzt mag ich gerne Nudeln haben. Lasagne wäre jetzt cool. Ja, man merkt schon wieder, das ist Abendbrotzeit, wo ich hier aufnehme. Da kriege ich immer so ein bisschen ein kleines Hüngerchen. Aber wir können darüber hinwegsehen. Denke ich mir mal. Also, noch kann man darüber hinwegsehen. Noch sind hier keine körperlichen Äußerungen bezüglich Hunger vonstatten gegangen. Deswegen ist es eigentlich alles ganz in Ordnung.